Reizgasattacke mitten in München. Am Dienstagmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Großeinsatz im Einkaufszentrum Motorama nähe Rosenheimer Platz aus. Einer nach dem anderen, die haben angefangen zu husten und wir haben erstmal nicht bemerkt. Und danach haben wir selber. Und einer von den Kindern hat gesagt, dass einer mit dem Pfefferspray es irgendwie rum hier eine ganze Passage hält. Vor allem Schüler, die gerade Mittagspause hatten, wurden Opfer der Attacke. Die Feuerwehr musste die Passage auslüften. Wer jedoch das Reizgas versprüht hat, bleibt bis jetzt unklar. Wir schauen jetzt, wir müssen erst natürlich befragen, wir ermitteln erst, was ist es das für ein Stoff. Eine Gefährdung ist im Moment ausgeschlossen. Insgesamt wurden 93 Personen leicht verletzt. Viele mussten per Bus ins Krankenhaus gebracht werden. Jeder hat ein rotes Gesicht, so ein dickes Auge. Ja, und beim Aldi ist auch eine Arbeiterin ist auch fast umgekippt. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung.